Herr Löblich. Jetzt hör mit dem Blödsinn auf. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Reihe von Herr Löblich am Steuer. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Was heißt ausnahmsweise? Das wird eine ganz neue Reihe. Fernab von jeglicher Rennstrecke, von Fahrzeugen und von Autos. Sprit. Lärm. An jenem Tag. Na, jetzt müsste eigentlich noch so ein Gewitter kommen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Reihe Let's Play Project Zomboid. Ich wollte schon lange mal ein bisschen was anderes machen als immer nur Autofahren. Ich fahre sehr gerne Auto und ich werde das natürlich auch weitermachen und genauso regelmäßig wie bisher immer, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag, so ich dazu komme und nicht irgendwelche Meerschweinchen halb im Sterben liegen. Aber ich hatte mal Lust auf was anderes, zumal das bestimmt den Stefan ein wenig freuen wird, dass ich mal was mache, mit dem er auch was anfangen kann. Vor allem kann er das schön teilen. Wir spielen Project Zomboid. Ich hatte dazu mal ein Angezockt gemacht. Und ja, es ist jetzt mittlerweile einige Monate her. Und ja, ich dachte mir, ich mache das mal weiter. Beziehungsweise ich fange mal ganz neu an. Wir machen mal so ein richtiges, schönes Let's Play. Und wir werden von ganz vorne anfangen. Ganz von vorne. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar spielen wir im Modus Überleben. Und ich würde mal sagen, wir... ich habe das letzte Mal 20... Achso, der 20.11. ist heute. Population Nesene, Population Nesene. Was machen wir denn hier? Muldraw is a small town in an area the locals know as Knox Country, the dead center of the state Kentucky. It grew as an army town, but now welcomes folks from all walks of life. Some commuters to the bigger towns nearby, some military families, and some living below the poverty line. It's a small place, filled with good people and dead people. Not to mention Spiffo's finest chicken and biscuits, the side of Kentucky. Sure, not much happens here, but that doesn't mean Muldraw life stall. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es dieses Spiel auch auf Deutsch gibt. Das werde ich mal rausfinden. Ich hoffe, ihr könnt alle Englisch, weil das übersetze ich jetzt nicht. Jener Tag. So, wir können uns jetzt hier aussuchen, wo wir sterben. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal einfach hier oben an mit Muldraw in KY, Kentucky oder so. Ja, achso, State of Kentucky. Ja, dann nehmen wir das mal. Und wir erstellen mal einen Charakter. Wir nehmen natürlich einen Mann. Larry Sanchez. Ist doch schon mal ein schöner Name. Wie könnten wir den denn nennen? Dirk Hermann Löblich. Oh. Okay, die haben ja alle irgendwie so italo-amerikanische Namen. Dirk Hermann mit Doppel-R. Nee, wobei, den Vornamen Dirk Herman, klingt wie Dirk Diggler, Skin Color, ja, wir sind hellhäutig, oder sind wir dunkelhäutig, ne, wir sind dunkelhäutig, Chest Hair, yes, of course, Stubble, whatever that means, Haartyp, Bald Spot, Picard, ach hier kommt Picard, fällt mir ins Jut. Und wir haben natürlich bei einem
dunkelhäutigen Menschen, dunkelhäutige Haare hätte ich fast gesagt, dunkle Haare. Und wir haben einen Goatee, nö, wir haben Chubs. Ach, wenn man das wenigstens erkennen würde da. Das ist alles so klein. No mustache. Dann können wir nehmen hier den schönen Goatee. Ne, wir nehmen einen Full Beard. Full Beard. My friends, we got a full beard. Und dann muss ich tatsächlich erstmal schauen. Ach, guck mal, das ist hier so halb deutsch, halb englisch. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So, was sind wir denn vom Beruf? Arbeitslos, Feuerwehrmann, Polizeibeamter, Wildhüter, Bauarbeiter. Gefällt mir sehr gut. Ja, Maurer, um genau zu sein. Und, verfügbare Eigenschaften. Verändern die sich denn, wenn ich hier... Nö. Wir sind Bauarbeiter. Wir sind dickhäutig und geschickt. Ja, das stimmt. Und jetzt können wir hier noch verbleibende Punkte... Achso, wir können jetzt hier noch die Punkte irgendwie zuweisen. Oh Gott, das ist aber... Da müsste ich mich ja erstmal mit auseinandersetzen. Glückspilz minus 4. Ich bin eigentlich ein Glücks... Manchmal läuft es einfach wie geschmiert. Ach komm, wir lassen es einfach mal so. Übergewichtig plus 3. Was ist denn das hier für ein Klischee? Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Wenn ich übergewichtig hinzufüge, bekomme ich 3 Punkte gut geschrieben und kann mir dann zum Beispiel resistent raussuchen mit minus 3. Warte mal hier, so. Fupp. Und jetzt kann ich mir quasi resistent raussuchen und dann bin ich wieder bei... Ah, bin ich wieder bei 0. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, was sind wir denn? Wir sind auf jeden Fall ein Glückspilz. Ja, das bin ich. Und ich bin kurzsichtig. Leider ja. Gebrechlich, agoraphobisch. Was war denn Agoraphobie? Die Angst vor engen Räumen, glaube ich. Weil Platzangst ist die Angst vor Plätzen. Gelegenheitstrinker, Hypochonder, grüblerisch. Ja, das bin ich. Gutes Hörvermögen, minus 6. Boah, damn shit. Klaustrophobisch. Ah ne, klaustrophobisch ist die Angst vor... Ist klaustrophobisch die Angst vor engen Räumen und agoraphobisch die Angst vor weiten Räumen? Ich glaube ja, ich glaube ja. Agoraphobie ist Platzangst, während Klaustrophobie Angst vor engen Räumen ist. Denn Klaustrophobie ist keine Platzangst. Wenn ihr im Fahrstuhl Platzangst habt, dann ist das Agoraphobie, nicht Klaustrophobie. Ja. Geduldig bin ich nicht. Mutig bin ich auch nicht. Ich bin weder klaustrophobisch noch Appetitlosigkeit. Ich bin nicht Appetitlosigkeit. Oh yeah. Oh ja, das passt eigentlich ganz gut hier so. Glückspilz, kurzsichtig, grüblerisch. Start. These are the end times. These are the end times. There was no hope of survival. Das könnte schneller gehen einfach, oder? Es wäre einfach ein wenig lustiger und spannender. There was no hope of survival. And this is how you died. Alright, this is how you died. Das war mein Telefon. Ja, ich sterbe immer noch. So, überlebt für 2 Minuten, 3 Minuten. Warum geht denn die Zeit so schnell? Machen wir erstmal Pause. Und dann verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Erstmal speichern. Irgendwo muss man doch hier speichern können, oder? Speichern. Wo ist denn hier Speichern? Jetzt haben wir ein Überlebenshandbuch. Pass auf dich auf. Du wirst nicht lange überleben, wenn du nicht ein paar Mal tief Luft holst und die Grundlagen lernst. Nicht rennen. Überlebende, die schnell rennen, werden ganz schnell zu toten Überlebenden. Ja.
Zomboid, Präzision, Leute. Du bekämpfst die Untoten. Schädel zu durchstoßen erfordert Einsatz. Denk daran, aufladen und schwingen. Okay? Suche nach Wasser. Sauberes Wasser ist für dein Überleben notwendig. Zombies vernichten Türen und Fenster, im Zweifel barrikadieren. Ja, okay. Macht schon Sinn. Sie mögen zwar tot sein, aber sie können dich immer noch durch Fenster sehen. Keine Vorhänge. Visiere. Oh, da kam schon der Zombie in mir, kam schon heraus. Show the guide on the startup. Koche es. Lebensmittelvergiftungen sind nicht lustig während der Apokalypse, ich weiß, es war ein Spaß. Apokalypse, haha. Helge Schneider, Apokalypse now. Während der Apokalypse erst recht nicht. Eine warme Mahlzeit durchgeht einen langen Prozess. Das geordnete Sortieren deines Inventars spart dir viel Zeit und oft auch dein Leben. Das spart mir mein Leben. Okay. So, das Erste, was mich mal interessiert, ist, wie speichere ich das denn? Wie kann ich das denn hier speichern? Wo ist denn das Menü? Erfahrung, Gesundheit, Info. Ja. What the frick? Inventory. I. Aha. Okay, das klicken wir mal weg. Und jetzt möchte ich gerne speichern. Wie speichere ich denn? Escape? Beenden? Ist es jetzt gespeichert? Kann ich jetzt da weitermachen? Sehr schön. Okay. So, da sind wir wieder, meine Lieben. Ich habe vergessen, das Spielvideo mit der Webcam und meinem Ton zu synchronisieren. Jetzt habe ich das mal gemacht. Deswegen habe ich jetzt gespeichert. Weiter geht's. These are the end times. Oh, hier klicken um zum Überspringen. Um zum Überspringen. Hier klicken um zum Überspringen. Ah, jetzt geht auch plötzlich das. Das können wir wegmachen hier. So. Project Zomboid. Alter, ich habe doch gerade die Scheiße ausgemacht hier. Stumm. So. Ja. Machen wir hier mal das Inventar aus. Und jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie das hier überhaupt ging. WASD. Ach genau, mit W geht da hoch, mit SAD geht da runter. Ich kann mich auch hier mit der Maustaste, kann ich mich drehen mit gedrückter rechter Maustaste. Läuft der irgendwo hin mit Doppelklick? Nein. So, dann gucken wir mal hier. Ah, ich kann auch sagen, gehe zu. Geht er dann dahin? Ah, jetzt, ja. Man kann auch ein Point-and-Click-Adventure daraus machen. Wie? Warum ist das jetzt aufgegangen? Ah, okay, das hat sich also auch geändert. Je nachdem, welchen Schrank ich anklicke, sehe ich da oben, das ist der Schrank da drüben, das ist der Schrank, das sieht man hier rechts. Und wenn ich jetzt den Schrank da anklicke, ah, okay. Oh, 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 hier gibt's ein Feuerzeug. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir nehmen auf jeden Fall mit Streichhölzer, wir nehmen auf jeden Fall eine Wasserflasche mit. Kann es sein, dass er einen freien Oberkörper hat? Meine Güte. Dirk Hermann. Altes Weichbrot. Wo hat er denn jetzt? So, Buttermesser, Einkaufstasche. Brauchen wir eine Einkaufstasche? Keine Ahnung. Das werden wir ja sehen. Was ist denn hier im Herd? Im Herd ist nix. Was haben wir hier drüben? Hier in der Spüle ist noch eine Bratpfanne, Kaffee, eine Mausefalle, ein Nudelholz, noch eine Wasserflasche. Kann ich eigentlich hier die Wasserflasche füllen? Achso, das ist der Fußboden, das ist der Kühlschrank.
Aber man kann es ja auch so durchgehen, das ist ein bisschen praktischer. Fertiggericht, Teekessel, Zucker, leere Tasse. Ja, lese ich halt mal ein paar Wörter vor. Lustiges Wörter vorlesen mit Herrn Löblich. Buttermesser, Einkaufstasche, Gabel, Löffel, Salz, Chips, Dose mit Thunfisch, Gabel, in Klammern, 2 Löffel. So, gucken wir mal hier in den Kühlschrank. Da gibt's, da gibt's Weißwein, das ist schon mal wichtig. Hier, wir haben ein Steak, wir haben eine Bratpfanne, wir haben einen Herd. Dann nehmen wir doch mal das Steak mit. Oh, Dörrfleisch nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Huhn nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Brauchen wir Butter? Nö, Weißwein brauchen wir auch nicht. Macht nur besoffen. Zitronen brauchen wir erstmal auch nicht. Weintrauben, Gewürzgurken. Komm, wir nehmen hier einfach mal das ganze Fressen mit hier. So, und woher weiß ich denn jetzt? Wahrscheinlich, wenn ich auf I drücke. Ah, und auf I ist dann sozusagen mein Inventar. Gut. Ja, hier sind wir alles durchgegangen. Ja, hier war doch irgendwo eine Bratpfanne. Bratpfanne. Warum kann ich die denn nicht mehr mitnehmen? Weil die ist zu schwer. Oder was? Na, jetzt nimmt er sie. So, und jetzt gehen wir mal mit der Bratpfanne hier zum Herd. Und jetzt möchte ich gerne die Bratpfanne. Machen wir hier nach Kategorie so ein bisschen. Jetzt möchte ich gerne das Steak zum Herd packen und die Bratpfanne. Und jetzt möchte ich gerne das Steak in die Bratpfanne packen. Du sollst scheiß Steak in die Bratpfanne packen. Dann nehmen wir mal die Bratpfanne in die Hand und das Steak auch. Wo ist denn die Bratpfanne? Da. Fallen lassen. Ach so. Und ich kann jetzt vom Steak. Ah, ja, ja. Ich kann die auch ausrüsten. Jetzt hat er eine Bratpfanne in der Hand. Kann ich Zombie über den Schädel ziehen? Schön. Muah-a-a-a. Wie greife ich an? Steuerung. Gedrückt. Passiert nichts. Steuerung. Wo sind denn hier die Tastenbelegungen? Player Control. Run. Rotate Building mit R. Okay. Vorwärts, Left. Interact ist E. Kann man sich auch mal merken. Aim. Left Control. Und wo ist Fire? Eigentlich doch wahrscheinlich der Left-Mouse-Button. Achso, ich kann wahrscheinlich einfach nicht einfach in die Luft hauen. Equip, wähle einen Controller, den das Spiel verwenden soll. Tut es doch schon. Okay. Dann kann ich wahrscheinlich, aus welchem Grund auch immer, nicht einfach so E. Rechtsklick? Nö. So, hier oben gibt's Bücher. Kochen, leeres Notizbuch, Buch. Anzahl von Seiten. Ja, man kann hier auch irgendwie this book give you an XP multiplier for the level 2 skill. Nö. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Ich möchte eigentlich erstmal mit meiner Bratpfanne möchte ich erstmal was kochen. Habe ich gemacht. Schön. Ach nee. Jetzt ist das da in der Pfanne ungekocht. So. Wo kann ich denn jetzt. Ach so, und jetzt könnte ich noch zum Stir Fry. Könnte ich jetzt noch Steak hinzufügen? Toll. Und jetzt ist das Huhn wieder in meinem Inventar. Und das. Okay, hat er wieder aus dem Hähnchen geschnetzelt und hat er wieder zum Huhn zusammengebaut. Auch nicht schlecht.
So, das geben wir jetzt mal hier drauf. Und jetzt würde ich gerne mit meinen Streichhölzern oder mit meinem Feuerzeug würde ich jetzt gern den Herd benutzen. Einschalten. Wo ist denn jetzt mein Stir-Fry? Warum ist denn der jetzt weg? Der liegt da vorne auf dem Boden. Oh, ist die Steuerung kompliziert. So, du sollst in den Herd. Meet Stir Fry. Herd. Der ist auf jeden Fall eingeschaltet. Kann ich noch ausschalten? Wo sehe ich denn jetzt, ob das gekocht wird? Ah, es kocht. Well now, we call this the active mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Was sagt denn eigentlich mein Hunger? Wo sehe ich das denn? Infopanel J und C müssen wir mal uns merken. J, Kabel weg. Ah ja. Wo sehe ich Gesundheit? Da. Du. Den sollte er doch noch gar nicht nehmen. Wo sehe ich denn, wie viel Hunger? Da sehe ich, dass ich Hunger habe. Und was sehe ich da noch? Ich bin gelangweilt und ich habe Hunger. Hast du Hunger? Esse einen Apfel. Wo ist Apfel? Apfel. Essen. Alles. Ist jetzt der Hunger weg? Sehr schön. Ich bin etwas gesättigt. Dann esse ich mal noch eine Paprikaschote. Essen komplett. Jetzt bin ich satt. Schön. This is so great. So nice. So fine. So, hier mal wieder den Herd. Ja, geh doch mal wieder an den Herd. Dann schieben wir mal den Stir-Fry nochmal zum Herd. Der ist doch, glaube ich, noch... Ne, der ist ausgeschaltet. Dann schalten wir den mal wieder an. Weil ich glaube, der ist noch nicht fertig. Ha, ha, kocht. So, und wenn das da fertig ist, dann drücken wir nehmen. Ja. Wo ist die Musik? La Musica. Warum ist die Musik aus? Danke. So. Und. Fertig. Ausschalten. Nehmen. Sehr schön. Jetzt haben wir hier schön fertigen Meat Stir Fry in der Pfanne, die wir jetzt natürlich nicht mehr benutzen können. Drauf geschissen. Gucken wir mal, da geht's bestimmt aus dem Haus raus. Ich kann hier mit R, kann ich übrigens das Gebäude drehen, habe ich gelesen. Nee. Schön wäre ja mal irgendwie, wenn ich mal andere Klamotten anziehen könnte. Ach, guck mal hier. Ein Spiffo. Das ist dieser kleine hässliche Waschbär. Den würde ich gerne anziehen. Sehr schön. Und die Hose hier, die rip ich mal zu Sheets. Hat er die Sheets jetzt automatisch mitgenommen? Rip Sheets. Yes, baby. Ist da Wasser drin? Ja, dann trinken wir doch mal was. Kann ich gar nicht. Warum kann ich nichts trinken? Darum.
So, da haben wir Bücher. Hier ist bestimmt noch ein Zimmer. Gucken wir mal hier noch in die Schränkchen. Da gibt es ein Badetuch, da gibt es Laken, Reinigungsmittel. Oh, aus dem Reinigungsmittel kann ich bestimmt tolle Waffen bauen. Das Laken nehmen wir mal mit. Das hängen wir mal vors Fenster. Und jetzt hat das Fenster aufgemacht. Mach das Fenster wieder zu. Du sollst die Vorhänge zuziehen, damit da keiner reingucken kann. Sehr schön. Was hat er jetzt? Mir ist unangenehm heiß. Ich bin etwas gelangweilt. Unangenehm heiß? Und zwar ziehen wir einfach mal den Pullover wieder aus. Dann ist mir auch nicht mehr unangenehm heiß. So, hier gibt es noch ein Sheet. Im Badelaken rein, Zahnpasta, Badetuch. Das können wir eigentlich noch mehr zu... Können wir das nicht zu Sheets rippen? Nö. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier mit dem Laken... Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich mal die Bude ein wenig absichern, dass hier die bösen Zombies nicht reingucken können. Oh. Es könnte mehr Musik laufen für meinen Geschmack. Und ich kann jetzt natürlich nicht mehr rausschauen. Das ist natürlich Vorhänge öffnen. Und dann gucken wir doch mal, was hier draußen los ist. Was liegt denn da? Dann gehen wir gleich schauen. Vorhänge öffnen. Gucken wir erstmal hier. Nicht, dass hier draußen irgendwo fiese Zombies rumstehen. Hinterm Haus vielleicht. Nö, da sieht soweit alles ganz gut aus. Vorhänge zuziehen. Vorhänge zuziehen. Vorhänge zuziehen. Ich werde mich hüten, den Fernseher anzumachen. Was ist das hier für ein Schalter? Ausschalten. Ah, kann ich das Licht ausmachen? Das können wir jetzt eigentlich anlassen, weil jetzt haben wir die Vorhänge zugezogen. Ah, wir könnten ein Bad nehmen. Hier können wir unsere Wasserflasche füllen. Oh, ist das ein Schrank? Hier haben wir noch einen Laken. Badetuch, ne, brauchen wir erstmal alles nicht. Mein Inventory ist 6 von 8 gefüllt. Ja, dann ist das halt so. Gucken wir noch, was hier ist. Warum kann ich da nicht rausgucken? Ah, mit der rechten Maustaste ist fast cooler, weil man da so ein bisschen noch strafen kann hier. Und ich würde doch jetzt mal ganz blöd sagen, dass wir mal hier draußen lieber den Pullover wieder anziehen. Ich muss mal hier näher ranrutschen. So, dann checken wir erstmal hier draußen die Lage, würde ich sagen. Es ist 21.10 Uhr. Ich bin schläfrig. Na gut, dann pennen wir erstmal eine Runde, bis es wieder... Jetzt die Tür zumachen. Mach die Tür zu. Grazie. So, wo war denn hier? Hier können wir doch bestimmt pennen. Schlafen. Do you want to sleep? Yes. Ah, ich hätte mal den Pullover vorher ausziehen können. Na, jetzt schlafen wir erstmal. Bis um 5. Oh, sportlich. Na gut, ist ja auch um 9 ins Bett, der Gute. Steht denn irgendwo eine Temperature? Nö. Was ist denn hier in meinem...
Aha, mir ist immer noch heiß. Bin ich etwa schon angesteckt? Und warum ist meine Tür verschlossen? Das ist meine eigene Tür. Ach so. Das ist mein Schuppen. Toll. Macht sich der Frollo seinen eigenen Schuppen zu? Und dann liegt da nicht mal ein Schlüssel. So, was ist das hier Schönes? Ah, mit E springt er über den Zaun, okay. Okay, das ist gar nichts, das scheint eine Pflanze zu sein. Ja, wir sollen ja nur überleben, also tun wir mal auch... Da unten ist ein Zombie, okay, dann gehen wir mal nach da oben. Ich würde mich ja irgendwie mal über eine Waffe freuen. Wie, schon wieder Hunger? Ess mal hier dein Dorffleisch. Etwas gesättigt, dann essen wir mal noch Weintrauben. Schön. Satt. Ja, natürlich ist hier alles abgeschlossen. Ich könnte ein Fenster einschlagen. Aber das ist sehr laut. Sehr, sehr laut. Was ist hier im Briefkasten? Nix. Das hier scheint auch nur ein Crack im Ground zu sein. Ja. Naja. Na. Nun gut, meine lieben Freunde. Was passiert mit Dirk Hermann Löblich in dieser gottverlassenen Stadt? Wird er überleben? Wird er Freunde finden? Wird er... Warum sind da jetzt schon zwei Zombies? Wir gehen jetzt mal zurück ganz schnell ins Haus. Da liegt jemand Totes. Warum liegt da jemand Totes? Schuhe, Weste. Ah, die Weste, die können wir mal mitnehmen. Die können wir wahrscheinlich anziehen, wenn es ein wenig... weniger warm sein soll als ein Pullover. Also, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da an diesen scheiß Zombies vorbeikommen. Guck mal da. Da unten stehen sie, die Pisser. Jetzt sind es schon zwei. What? Oh, da ist ja auch einer. Ja, man merkt, dass ich kurzsichtig bin. Ich könnte mal eine Brille finden. Ja, meine lieben Freunde, das soll's für die erste Folge Project Zomboid gewesen sein. Seid auch wieder dabei, wenn es das nächste Mal heißt, Herr Löblich spielt Project Zomboid. Bis dahin, ihr wisst, Kondome schützen, Alkohol und Drogen sind schlecht. Oder so. Ja. Ciao, ciao.